Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Es ist wieder soweit. Wir haben die 15-15-Sendung als unser neuesten und beliebtesten Sendeformat, haben wir festgestellt. Ja. Unsere Zuschauerzahlen gehen immer hoch. Das heißt, Sie lieben diese Sendung genauso wie wir. Hier kann man nämlich jetzt eine halbe Stunde lang Schnäppchen schlagen ohne Ende. Eine halbe Stunde lang stellen wir Ihnen Produkte vor, die jeweils nur 15 Euro kosten, bis vor wenigen Sekunden noch viel mehr gekostet haben und in spätestens 2 Stunden wieder mehr kosten werden. Das ist das Zeitfenster, was Sie haben. Wenn Sie was sehen, sollten Sie sofort zuschlagen. Und das dürfen Sie bis zu 5-mal pro Artikel. Und wir legen los mit dem ersten Artikel und ich sage mal, jetzt schlägt's 15. Ja, wir beginnen mal so mit richtig schöner Dekoration für Ihren Garten, für Ihren Balkon, für Ihren Außenbereich im Allgemeinen. Mit wunderschönen Gartenfackeln, die wir hier für Sie haben. Übrigens vollkommen autark zu betreiben. Das bedeutet, Sie brauchen hier keinen separaten Stromanschluss. Das heißt, kein Stromkabel verlegen und gar nichts, weil die ein entsprechendes Solarpanel oben auf Ihrem Gehäuse haben. Und damit versorgen die sich tagsüber ganz einfach mit der notwendigen Energie, die Sie dann gebrauchen können, wenn dann entsprechend abends dann die Dämmerung einbricht oder die Dunkelheit einkehrt. Und das Schöne ist, Sie müssen sich noch nicht mal drum kümmern. Das passiert hier alles vollkommen automatisch über den sogenannten Dämmerungssensor. Wir haben ein Zweier-Set hier für Sie und das ist wirklich außergewöhnlich schön. Vor allem schön groß von der Höhe her. Wir kommen ja fast 80 cm Gesamthöhe, wobei Sie die gerne noch ein bisschen variieren können. Also Sie können auch das Mittelelement rausnehmen und direkt den Erdspieß dann quasi an das obere Element dranpacken, je nachdem, wie es passt. Gerade für den Balkonbereich, für so einen Blumenkasten zum Beispiel, finde ich vielleicht die kleinere Variante schöner. Aber gerade im Außenbereich, im Garten, wenn Sie da jetzt einen Gartenteich haben zum Beispiel, oder eine schöne Hecke, die hier gerade in der Dunkelheit immer so ein bisschen langweilig aussieht, man guckt da so ein bisschen ins Schwarze rein, finde ich, geben solche Gartenfackeln immer noch mal ein ganz besondere Optik, noch mal so einen ganz besonderen Flair. Übrigens leuchten die nicht einfach nur. Ihnen ist schon aufgefallen, dass diese Gartenfackeln jetzt hier mit einer speziellen Technik ausgestattet sind. Mhm. Und diese Technik ermöglicht es hier, dieser LED-Beleuchtung, quasi das Flackern eines echten Feuers, bin ich fast versucht zu sagen, in dieser Größe hier, ohne weiteres zu simulieren. Wenn Sie da mal einen Meter oder zwei von wegstehen, sieht das wirklich so aus, als wenn hier so ein kleines Feuerchen ordentlich lodern würde. Wunderschön finde ich die obere Gestaltung des Kopfes. Wir haben hier einmal diese sechseckigen Elemente, die rausgestanzt sind und dann wieder diese geraden Rippen quasi, die so leicht nach unten schräg verlaufen. Und das gibt eine ganz außergewöhnliche Optik, gibt einen wunderschönen Lichtkegel. Ja. Und das können wir hier sehr schön sehen. Finde ich toll, meine Nachbarn haben sowas unten drunter auf dem Balkon. Das sieht so leicht asiatisch aus, ne? Aber ich finde, sowas bringt Sommer zurück, weißt Absolut, du? Absolut, ja. Weil ja, das kennen wir alle. Man sitzt draußen im Garten, grillt und dann hat man, wenn man es stilvoll machen will, stellt man so ein paar Fackeln auf. Ne? Die kannst du jetzt das ganze Jahr draußen lassen und die leuchten dann mehrere Stunden, sobald das Licht ausgeht. Genau so ist es, ja. Und das macht es natürlich unglaublich unkompliziert und sieht einfach nur richtig klasse aus. Wir haben ein Zweier-Set für gerade mal 15 Euro und das bedeutet, Sie machen einen richtigen Schnapper. Pöll.de kriegt es nicht ganz so günstig hin. 27 Euro ist schon hier. Sehr beliebt bei uns, online natürlich. Aber Sie kriegen es jetzt in den nächsten 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist. Das passiert sehr oft bei diesen beliebten Artikeln. Für nur 15 Euro, weil Sie mitten in der 15-15-Sendung sitzen hier. Eine ganz tolle Show, wo Sie eben jetzt mal richtig, also hier sparen wir ja 11 Euro, 11, 12 Euro. Ja, sowas, ja. Normalerweise 2 Stück oder normalerweise musst du für 2 was das Doppelte bezahlen. Das ist ein Zweier-Set. Ach was. Also Sie bekommen 2 Stück, das Zweier-Set für gerade mal 15 Euro. Ingo hat es eingangs gesagt. Sie können da gerne also auch bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen und sich Ihren Garten oder Ihr Rasenstück dann auch gerne mal mit entsprechenden Fackeln ausstatten. Und das wird nicht mal zum Schnapperpreis. Ja, 15 Euro hier, das Zweier-Set. 2 dieser Fackeln, die sich selber mit Strom versorgen. Und die haben die Bestellnummer NX6371 und die 569. Da sollten Sie auch schnell sein. Also das ist sowas, das mag jeder. Ne? Dieses Sommerfeeling, schön, was man sich da im Garten holen kann. Mit diesem asiatischen Design ist noch so ein bisschen exotisch dabei. Und diese Kerzen, die haben die ja mal im Dunkeln aufgebaut hier, Carsten. Ne? Die werfen so ein ganz interessantes Licht. Auch durch diese Reliefs, die da drin sind. Genau. Das ist also eine richtig klasse Lampe hier. Für
15 Euro das Zweierset mit der NX6371 und der 569. Wir sind im Bereich Beleuchtung unterwegs gewesen. Jetzt gehen wir in die Küche, wenn ich sage, jetzt schlägt's 15. Ja, jetzt reden wir mal von Ihrem Backofen. Und ich möchte wetten, dass so im Laufe der Jahre wahrscheinlich auch Ihr Backofen bzw. die Backofenroste vielleicht nicht mehr ganz so schön aussehen wie am ersten Tag. Klar, man benutzt so einen Backofen nicht einmal mehrmals in der Woche, mal für eine Pizza, mal für ein paar Brötchen oder mal um einen Kuchen zu backen. Und dann ist es natürlich so, dass solche Roste mitunter dann ganz einfach im Laufe der Jahre vielleicht dann doch ein Stück weit, ich will mal sagen, so diese Backofenpatina ansetzen. Vielleicht wird es bei Ihnen Zeit für was Neues. Und jetzt muss ich euch mal die Frage stellen, wisst ihr zufällig, wie breit euer Backofen zu Hause ist? Keine Ahnung. Ungefähr? Sind das 50, sind das Zentimeter oder ist das ein Meter? 50? Ja, so ein Stück würde ich sagen. Ungefähr so, ne? Oho. Und genau so stehe ich natürlich auch im Fachhandel, wenn mich dann der Verkäufer fragt, ja, wie breit ist denn Ihr Ofen? Welche Größe brauchen Sie denn? Ja. So. Der sieht ja sehr schmal aus. Sie, ne? Wahrscheinlich auch. Ist er schmal, ja, aber das Schöne ist, Sie können den so einstellen von der Breite her, wie, wow, Sie es haben möchten, beziehungsweise wie Ihr Backofen das entsprechend hergibt. Und das geht von einer Breite ausgehend von 35 cm, das wäre schon ein sehr schmaler Backofen, bis hin zu 61 cm. Und deswegen kann man hier wirklich von einem Universal-Backofenrost sprechen. Die Tiefe ist immer gleich, das ist entsprechend bei allen Backöfen so mit 32 cm. Cool. Das Schöne ist, die haben hier einfach diese Spannschrauben, das heißt, die drehst du ganz einfach lose, ziehst dir quasi hier an der Breite genau die Breite raus, die du haben möchtest. Das geht einmal rechts, einmal links und dann schrauben sie die entsprechenden Sträubchen wieder fest und dann passt es ganz einfach sicherlich auch mal in ihren Backofen mit hinein. Edelstahl selbstverständlich, das heißt perfekte Qualität, also da werden sie in den nächsten Jahren sicherlich mal wieder einen vernünftigen Rost zur Verfügung haben. Und ich finde, gerade dann, wenn man einen Umluftherd hat, zumindest habe ich die Erfahrung bei mir zu Hause gemacht, ist das mit das wichtigste Utensil in einem Backofen. Haben Sie ein Backblech, ist das mit Ober- und Unterhitze ganz okay. Bei Umluft wird es ein bisschen schwierig, weil natürlich dann das Backblech von unten dann die Wärme nicht unbedingt immer zulässt. Kennst du auch, ne? Ja, Pizza ist oben knusprig und super. Und unten. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Die legt man natürlich hier auf einen entsprechenden Rost. Mhm. Dann wird das Ganze schön bei 180, 200 Grad Umluft mal für 10, 12 Minuten ordentlich durchgebacken. Und dann schmeckt es auch richtig gut. Das Schöne ist, Sie müssen sich hier keine Gedanken machen, wie breit ist denn jetzt das blöde Ding? Ja, Sie ziehen das ganz einfach auf Ihre Größe raus, so wie Sie es haben möchten. Das Schöne ist, wir bieten Sie nicht nur in einer Set an, das wäre für 15 Euro so ein normaler handelsüblicher Preis. Sie bekommen von uns für 15 Euro gleich zwei Stück davon. Aha. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch mal für einen etwas größeren Haushalt vielleicht mal zwei Roste gleichzeitig benutzen. Ja, gerade, du hast Umluft erwähnt, da kann man ja mehrere Sachen übereinander machen, genau, die kriegen überall gleichmäßig Hitze. Dadurch, dass Sie die so schmal zusammen machen können hier, so gut 30 cm, können Sie natürlich auch einfacher in die Spülmaschine tun, damit die nicht wieder diese Patina ansetzen. Die Bestellung ist die NX5661 und die 569 für das Zweier-Set. Jetzt waren wir im Licht, wir waren in der Küche, jetzt gehen wir in den Stereo- und Genussbereich mit dem nächsten Artikel. Jetzt schlägt's wieder 15. Ja, ein wunderschöner sogenannter faltbarer On-Ear-Kopfhörer, so heißt es sachlich und ernüchternd quasi in der Fachsprache. So sieht das Ganze zusammengefaltet aus, klein und kompakt. Für Babys, ja, so ungefähr. Ja. Aber natürlich erfaltet er seine volle Pracht, wenn man ihn ganz einfach ausklappt. Und Sie haben gesehen, da muss also nichts gesteckt oder gedrückt werden, den klappt man ganz einfach aus. Und natürlich lässt er sich hier jetzt auch ganz einfach auf Ihre entsprechende Wunschgröße dann auch einstellen. Das heißt, Sie haben noch etwas Spiel, je nachdem, ob Sie etwas größeren oder einen etwas kleineren Kopf haben. Ein richtig guter sogenannter On-Ear-Kopfhörer, das heißt, Sie haben hier keine Knöpfchen im Ohr, die dem einen oder anderen auch ganz gerne mal rausrutschen. Diese Ohrmuscheln hier, übrigens ausgestattet mit einem butterweichen Kunstleder, haben Sie über den Ohren drüber und das bedeutet, Sie haben gleichzeitig neben einem wirklich tollen Stereo-Sound-Erlebnis auch noch eine, sagen wir mal, natürliche Umgebungsgeräuschunterdrückung. Ein ganz fantastisches Modell, was natürlich all das kann, was ein moderner Kopfhörer können sollte, können muss. Zum einen ist er Bluetooth-fähig, das heißt kabellos, ganz einfach mit Ihrem Smartphone, mit Ihrem Tablet-Computer oder auch mit Ihrem Bluetooth-fähigen Laptop zu verbinden. Vielleicht geht das auch mit Ihrer Musikanlage oder vielleicht auch mit Ihrem Fernseher zu Hause.
Meiner kann das. Also wenn man mal ganz entspannt ohne Kabel mal Fernsehen schauen möchte, ist das möglich. Sie haben aber auch ein analoges Radio drin, also ein FM-Radio. Das bedeutet, du kannst auch jederzeit mal unabhängig von einem mobilen Endgerät hier mal losziehen und mal deine Lieblingsmusik im Radio hören. Vielleicht auch mal die Nachrichten, die Wettervorhersage oder mal die neuesten Sportergebnisse. MP3-fähig ist er auch. Das heißt, Sie können auch gerne mal Ihre Lieblingsmusik ganz einfach mit einer Karte andocken und auch diese jederzeit hören. Und sollte mal ein Anruf reinkommen, vorausgesetzt, Sie haben ihn hier mit Ihrem Telefon verbunden, kabellos natürlich über Bluetooth, cool, können Sie auch dieses Gespräch mit dem gleichen Kopfhörer annehmen. Denn der ist natürlich auch noch mit einer Freisprechfunktion. Diana, weißt du, wie du aussiehst mit dem Kopfhörer? Wie bitte? Weißt du, wie du aussiehst mit dem Kopfhörer? Du siehst aus wie so eine Pilotin aus den 50er, 60er so Jahren. Das Design ist der Hammer, ne? Ich brauche noch diese Pilot-Aviator-Brille. Ja, sehr cool. Wirklich cool. Also, der kann wirklich alles. Du hast gesagt, Bluetooth, Kabel, freisprechen mit dem Telefon, hat einen MP3-Spieler drin und ein Radio. Und ein Radio hat er auch noch drin. Und das Ganze auch noch mit diesem schönen braunen, mit diesem braunen Bügel oben drauf. Die meisten sind schwarz oder grau. Der ist mir auch mal von der Optik her richtig peppig und unglaublich anders, leicht, ne, zu tragen. Und klingt super. Ja. Die Bestellnummer ist die ZX1572 und die 569 für diesen Kopfhörer, den Sie übrigens auch gerne bis zu 5-mal bestellen dürfen. So gute Kopfhörer, damit macht Musikhören einfach Spaß. Aber egal, ob Sie Musik oder Hörbücher, Podcasts, egal, oder telefonieren, können Sie alles hier mitmachen. Das war unser Kopfhörer. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Da geht es wieder in den Technikbereich. Jetzt schlägt's 15. Ja, wir reden jetzt von einem Notebook-Tisch und Sie sehen schon, wir haben keine Stromschwankungen hier bei uns im Studio in Dassel. Wir haben quasi ein ganz besonders elitäres Angebot jetzt hier für Sie mit unserem sogenannten Laptop-Tisch, unserem Notebook-Tisch, um es einfach zu formulieren. Ich packe den mal eben aus. Schau mal ich dachte, was so ist das? Bitte? So lange Beine auch. Ja, das ist, wenn du das möchtest, kannst praktisch du sogar noch länger machen, wenn du willst. So, und jetzt kannst du dann ganz einfach hingehen und kannst jetzt hier, ich habe jetzt wenig Platz jetzt hier. Moment, mal gucken, dass es einigermaßen passt. Und ungefähr so, ja, wie so einen kleinen Beistelltisch, quasi jetzt hier Ihren Laptop drauflegen. Sie haben sogar noch ein separates Mauspad. Ich klappe es gleich nochmal um, dass Sie es auch mal von der Oberfläche sehen können. Und ist haben das natürlich so eine wesentlich angenehmere Variante. Ist das ein Cupholder? Das ist ein, ja, kannst du Tasse reinstellen. Geht, eine Tasse oder eine Getränkedose oder sowas geht. Also ein vernünftiger Tisch. Wann braucht man sowas? Ganz einfach, wenn man jetzt hier beispielsweise auf dem Sofa sitzt und wer schon mal einen Laptop auf den Knien gehabt hat, der weiß, die Dinger werden ganz schön heiß. Ja? Und das auch nicht so gut für Technik. Ist auch nicht gut für die Technik. Mhm. Man sollte schon gucken, dass die Laptops entsprechend belüftet werden. Und das funktioniert eben nicht, wenn man so einen Laptop abends mal auf dem Sofa, auf dem Schoß oder auf der Decke hat. Oder noch schlimmer natürlich im Bett. Da liegt es direkt auf der Bettdecke drauf. Und dann kann die Luft nicht so wirklich gut zirkulieren. Ist nicht gut für die Technik. Und abgesehen davon kriegen Sie ganz schön heiße Oberschenkel. Ja, das hier können Sie wirklich so aufstellen wie ein Frühstückstisch sozusagen. Mhm. Da kommt hier vorne der Laptop drauf. Übrigens lässt sich das hier auch noch vom Winkel her einstellen, sodass man den Laptop also auch noch so klappen kann, wie man das haben möchte. Was ist das? Sie haben natürlich, und das ist der Punkt, eine Belüftung für das Gerät selber. Dazu müsste ich ihn mal umklappen, damit wir das mal sehen können. Das heißt, Sie haben USB betrieben und Sie werden einen freien USB-Slot sicherlich an Ihrem Laptop haben. Diese beiden Ventilatoren, die von unten das Gerät noch mal zusätzlich kühlen, damit der natürlich nicht runterrutschen kann, wenn Sie das Ganze abklappen, hat er eine Halterung, eine Sicherung quasi noch dran. Und hier ist das bereits angesprochene Mauspad. Also auch da muss man nicht extra noch mal irgendwie was, eine Zeitung oder ein Mauspad separat oder was hinlegen. Ja. Hier hast du das Ganze zuverlässig da. In der Höhe lässt er sich natürlich ebenfalls noch einstellen. Es gibt Herrschaften, die brauchen etwas mehr Spiel. Es gibt andere, die brauchen etwas weniger. Das heißt, insofern können Sie hier die Füße gerne also auch noch mal ein paar Zentimeter verlängern. Wenn du Bauch, vielleicht wenn du ein bisschen Bauch hast, machst du die Füße was länger. Dann was soll das heißen? Weil du Frühstück ist noch, dann du brauchst ein bisschen mehr Platz. Ne? Das ist ja, sehr genau praktisch. Finde ich eine unglaublich praktische Angelegenheit. Das war jetzt der offizielle Einsatzbereich dieses Artikels. Der inoffizielle Einsatzbereich ist ein klassischer Frühstückstisch. Frühstück im Bett. Ja, am Dienstag. Am Dienstag, am Valentinstag. Dienstag ist Valentinstag. Ja. Wäre natürlich auch mal eine schöne dann Idee. Oder die Partnerin ganz einfach mal überraschen mit Frühstück am Bett. Ja, kannst du den natürlich ebenfalls benutzen. Ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, an einem Sonntag oder was mal ausschlafen. Gemacht oder bekommen?
Beides. Beides. Oh. Ich weiß, dass ich sehr viel Lob geerntet habe, wenn ich es gemacht habe. Uh-huh. Ich habe es aber auch sehr gerne so als kleines Goodie mal entgegengenommen. Oh. Ja. Also auch das funktioniert. Ist ein wunderschönes Objekt, ist unglaublich leicht vor allen Dingen auch. Und Sie haben es gesehen, ich habe es hier neben auseinandergeklappt. Den können Sie auch gerne mal mitnehmen. Also auch wenn Sie mal im Urlaub sind oder mal im Hotelzimmer sind, ist der ebenfalls super zu benutzen. Schönes Teil. Klappbar, der passt in eine Laptoptasche einfach mit rein. Ne? Und damit ist man dann richtig gut ausgestattet. Unser Notebook-Tisch ist ein Preisalarm. Das heißt, den dürfen Sie nur einmal pro Besteller bestellen, aber es lohnt sich unglaublich. Sie sehen hier den Preis wieder, den Original-Pearl.de-Preis, 26 Euro. Wir haben mal eben 11 runtergenommen. Die UVP liegt hier, glaube ich, bei 50 Euro, habe ich gerade gehört. Also heute in den nächsten 2 Stunden nur 15 Euro. 2 Lüfter drin, hält Ihre Technik frisch. Die Bestellnummer ist die NC7016 und die 569. Gehen Sie gerade ans Telefon und bestellen sich das. Sie werden es nicht bereuen. Wir machen weiter mit dem nächsten Artikel und ich sage wieder, jetzt schlägt's 15. Überlegt, Ingo, ob das die Kanne ist, die bei dir auf dem Schreibtisch steht. Nee, ich habe aber für meine mit Sicherheit mehr bezahlt. Möchte ich auch wetten. Ja, denn so eine doppelwandige Edelstahl. Du hast Edelstahl. Ich bringe mir immer eine ganze Kanne Kaffee mit zur Arbeit. Ja. Nicht nur für mich, ich teile ja auch gerne. Ne? Ralf ist ein dankbarer Abnehmer, ja, richtig? Ja. Nee, einige Leute. Ja, und ich trinke natürlich selber sehr gerne Kaffee. Und das ist viel billiger, als hier immer zur Kaffeemaschine zu gehen. Das ist der Punkt. Und besser. Und wir haben keine zurzeit. Zurzeit ist unsere auch noch kaputt. Ja. Reden wir nicht drüber. Also eine Isolierkanne, doppelwandig, das Ganze natürlich auch aus Edelstahl. Das bedeutet, Sie haben jetzt hier aufgrund der Tatsache, dass Sie es wirklich vakuummäßig verschließen können, eine Warmhaltegarantie bis zu 12 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange kann deine warm halten? Oh, die hält auch lange warm, ne? Ja. Aber 12 schafft sie, glaube ich, nicht. Ich komme meistens um 12 und dann um 7 abends trinke ich so den letzten, der ist dann schon ein bisschen lauer, ja? Ne? Also wenn Sie dann gerne auch mal ein paar Stunden später noch mal einen warmen Tee oder einen warmen Kaffee trinken möchten oder mal einen heißen Tee, einen heißen Kaffee, ist das sicherlich eine super Variante. Und zu 100% auslaufsicher. Die ist also wirklich hervorragend isoliert, nicht nur in der Wärmeausbeute oder in dem Warmhalten oder in dem Heißhalten des Inhalts, sondern natürlich auch entsprechend so gesichert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Meine ist mir ja immer umgefallen. Ich weiß, ich habe gesehen, wie du deine Rückbank gesäubert hast. Ja, musst dich sauber machen. Also das ist nicht so ganz einfach mit Kaffee. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, gerade wenn man sowas mal im Auto dabei hat oder auch mal auf dem Schreibtisch, dann stößt du mal irgendwie dagegen oder sowas. Und wenn die nicht hundertprozentig dicht hält, dann haben sie die Sauerei dann trotz einer solchen Kanne. Ganz einfach aufdrehen, um es zu befüllen. 1,5 Liter passen rein. Oder aber Sie drücken ganz einfach auf diesen praktischen Knopf hier. Das ist so wichtig auch. Es gibt ja die, da musst du so 2 Punkte übereinander drehen. Und dann drehst du ein bisschen zu weit, dann fällt der Deckel in die Tasse. Riesensauerei. Ja, gibt es die nächste Sauerei. Tolles System. Also sehr schön gemacht, natürlich auch von innen quasi Edelstahl. Das ist also alles entsprechend lebensmittelecht. Aber nochmal, bis zu 12 Stunden hält hier jedes Getränk richtig schön heiß. Ganz egal, ob es mal ein leckerer Tee oder vielleicht auch mal ein leckerer Kaffee ist. Denn ich sag mal, nicht alles von 1,5 Litern Kaffee trinkt man innerhalb der ersten Stunde. Da hat man noch mal einen ganzen Tag was von, oder? Ja. Sehr schönes Modell. Gefällt mir richtig gut. Lässt sich leicht auch sauber halten. Wenn du möchtest, kannst du es ohne weiteres auch zwischendurch mal in die Spülmaschine stellen. Aber an Edelstahl bleibt dir nichts haften. Da reicht es also völlig aus, wenn du mal kurz unter warmem Wasser hältst, mal eben ausspülst, dann ist sie wieder einsatzbereit. Unsere doppelwandige Edelstahl-Vakuum-Isolierkanne hat die Bestellnummer NX6312 und die 569. Vielleicht haben sie auch eine alte, wo sich schon alle möglichen Sachen dran festgesetzt haben. Tee und Kaffee hinterlassen irgendwann mal Rückstände. Ist mal was Neues fällig. Bis zu 5-mal können Sie die bestellen, wie alles hier, bis auf den Preisalarm eben. Aber wir machen gleich weiter und bleiben im Genussbereich, sage ich mal. Jetzt schlägt es wieder 15. Habe ich in meinem Leben schon Kartoffeln geschält? Was habe ich? Äpfel geschält, Birnen geschält, Spargel geschält, all sowas. Und ich möchte wetten, dass wir der ein oder andere nachvollziehen können, was ich da gerade mit sagen möchte. Also, natürlich ist es immer eine schöne Angelegenheit, wenn man etwas schält, dann ist es schön frisch. Wer Kinder hat, weiß sowieso, das Apfelstückchen schmeckt eigentlich immer nur dann, wenn der Apfel geschält ist. Ja. Auch wenn die Vitamine unter der Schale liegen, da bin ich jetzt mal wieder ganz Papa. Aber sei es drum, wir haben jetzt hier eine automatische Schälmaschine, die in diese lästige Arbeit des Schälens von Obst oder Gemüse ganz einfach abnimmt. Ha. Das Schöne ist, wir haben hier, und Sie sehen, wie schnell das hier geht, und vor allen Dingen, wie wenig quasi da jetzt von der Frucht selber quasi weggeschnitten wird.
Manch einer nimmt also auch gerne mal diese Apfelschale oder sowas und macht einen leckeren Tee draus. Kann man hervorragend machen. Mhm. Und das funktioniert deswegen so gut, weil dieser Arm hier mit dem Edelstahl-Schälmesser ja an einer Feder befestigt ist. Das heißt, der tastet quasi so mit einem leichten Druck die Oberfläche des zu schälenden, ja, der zu schälenden Frucht oder des zu schälenden Gemüses ab, sodass also wenig von der Schale runtergeht, der Apfel in dem Fall geschält ist, aber eben nicht so viel davon weggeschmissen werden muss. Das Ganze natürlich ganz toll gemacht, das passiert vollkommen automatisch. Wenn der Schäler da unten angekommen ist, hört er automatisch auf und Sie können das geschälte Objekt dann ganz einfach rausnehmen. Geht mit Kartoffeln, ganz hervorragend. Mhm. Ja, ja. Funktioniert mit Äpfeln, mit Birnen. Mit allem, was man schälen möchte. Ich habe doch vor einem Jahr ich mal so einen Apfelkuchen mitgebracht. Ne? Ja, ja, ja. Da musst du natürlich auch die Schale abmachen, weil die wird hart, wenn man die in den Backofen tut. Ne? Da habe ich aber auch erst mal 20 Minuten gesessen, um die Äpfel alle zu schälen. Die müssen ja auch sauber geschält werden. Aber ich habe eine andere Idee jetzt. Du kannst zum Beispiel Zucchini-Pasta machen. Auch ein Thema, muss auch die Schale Thema, weg. Ja. Oder wenn machst du Kartoffeln und dann bratest du mit in Lecker. Öl und dann du hast so Kartoffelpasta. Oh, ja, Kartoffeln, wenn du mal Kartoffeln für eine drei- oder vierköpfige Familie geschält hast, so einen großen Topf voll, ja, da bist du ganz schön lang beschäftigt. Ja, der passt sich halt automatisch an durch diesen leichten Druck, den es während der Rotation immer die ganze Zeit bekommt hier. Unser elektrischer Kartoffelschäler. Wir schauen mal auf Völl.de. Da sehen wir nämlich, Entschuldigung, dass der normalerweise 28 Euro kostet. Das ist der Hammer hier an dieser Sendung, dass alles nur 15 Euro kostet. Und Sie sehen, wir haben wirklich jedes einzelne Produkt drastisch reduziert hier. Der elektrische Obst- und Gemüseschäler ist der Hammer. Auch Kinder essen dann viel lieber Obst. Dann sagen, oh, darf ich den Apfel selber schälen? Aber der muss geschält sein. Aber der muss geschält sein. Waschen alleine reicht nicht. Ne? Man kann da wirklich alles einspannen und das wird dann perfekt geschält von diesem elektrischen Obst- und Gemüseschäler. Für kleine auch. Ja, für kleine Sachen, für große Sachen. Mhm. Also ich behaupte, eine ganze Gurke weiß ich nicht, aber zur Not könntest du sie halbieren, könntest du mal eine Gurke schälen. Alles kein Thema, weil das Messer, das sehen Sie jetzt hier, wie gesagt, mit einem sanften Druck geht das eben an eine Kartoffel, an so eine Gurke oder mal an einen Apfel ran und schält also wirklich ganz dünn die Pelle runter, sodass man möglichst viel bei einem Apfel von dem Fruchtfleisch zum Beispiel hat. Also auch das eine sehr, sehr schöne und unglaubliche Erleichterung, eine Arbeitserleichterung in jeder Küche. Unabhängig davon ist es ein Spektakel, wenn man da zuschaut. Ein Spektakel, Zauberei, Magie. Und das Ganze auch noch ohne Kabel, weil der funktioniert mit Batterien hier. Unser elektrischer Obst- und Gemüseschäler kostet nur 15 Euro. Für 15 Euro mit der Bestellnummer NC3447 und der 569 am Ende. Denken Sie an die 569 am Ende. Nur so bekommen Sie unseren 1515-Preis. Und der 1515-Preis ist, wie der Name sagt, 15 Euro. Das ist alles, was Sie dafür bezahlen müssen in unserer Sendung heute. Ist tolle Produkte, Carsten. Sehr schön, oder? Schöne Wir machen gleich weiter mit etwas, was Ihnen Wärme gibt in der Kälte. Hier schlägt es wieder 15. Ja, jetzt geben wir Ihnen Wärme, wo Sie normalerweise keine Wärme haben. Ich drehe Ihnen mal unverschämterweise den Rücken zu, denn das möchte ich Ihnen ganz gerne mal in Aktion zeigen. Oder zeige ich das ganz einfach mal. Das ist ein Mini-Steckdosen-Heizlüfter. Wie genial ist das denn? Sie haben überall dort, wo Sie eine Steckdose zur Verfügung haben, eine kleine zusätzliche Heizung. Dann natürlich ganz interessant, wenn man sich vielleicht auch mal in einem Raum aufhält, wo vielleicht dann so in dieser Form die Heizung nicht unbedingt eingeschaltet ist oder wo vielleicht überhaupt kein Heizkörper ist. Mhm. Das sind mitunter mal so kleine Gäste-WCs zum Beispiel. Gerade für kleine Räumlichkeiten ist der perfekt. Das ist mal ein Kellerraum zum Beispiel, wo man vielleicht einen Mangel stehen hat oder ein Bügelbrett oder irgendwie sowas, ja, wo du ganz einfach zwischendurch mal ein bisschen Wärme brauchst oder vielleicht auch mal in der Garage, wenn du da eine kleine Werkbank hast. Aber ich kenne keine Garage, die wirklich ernsthaft mit einem Heizkörper ausgestattet ist. Da gehst du ganz einfach hin, steckst dir so einen Mini-Heizlüfter in die nächstbeste Steckdose und kannst hier bis zu einer Temperatur von 32 Grad Celsius mal richtig ordentlich einheizen, am Gerät selber einzustellen. Oder noch komfortabler natürlich mit der Fernbedienung. Timer ist sogar auch noch dran. Und er braucht auch nicht wirklich viel. Er hat einen Verbrauch von maximal 500 Watt. Und das unterscheidet diesen kleinen, leistungsstarken Kameraden definitiv von seinen großen Brüdern. Denn so ein klassischer Heizlüfter braucht also mindestens 1000. Wenn du eine vernünftige Heizleistung haben möchtest, braucht er gerne mal 2000 Watt. Der hier braucht gerade mal 500, also gerade mal ein Viertel im Vergleich zu den klassischen Heizlüftern. Und er ist unglaublich stark, finde ich. Also wenn du den anmachst und mal auf Temperatur bringst, sofort heiß. Ist sofort da, sofort. Oder? Wirklich, das ist Wahnsinn. Das ist irre, ne?
Wir haben den bei uns mal hier in der Garderobe gehabt, im Büro. Ja, das ist auch kein großer Raum. Und der hat wirklich den ganzen Raum geheizt. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Quadratmeter, aber ich sag mal, für kleine bis kleine mittlere Räume ist der wirklich ausreichend. Und ja, dann haben Sie eben die Wärme da, wo Sie keinen Heizkörper haben. Oder vielleicht haben Sie auch eine andere Wohlfühltemperatur als Ihr Partner. Dann können Sie das individuell dann einfach für den besonders einstellen. Ja, ich sag mal, gesagt oder der Hersteller gibt hier Angaben vor, bis Räumlichkeiten bis 10 Quadratmeter. Ja, das hätte ich auch so gedacht. Wenn immer 12 oder 13 oder 14 Quadratmeter sind, ist es auch nicht schlimm. Ja, also dann braucht doch vielleicht eine Minute oder zwei länger, aber grundsätzlich kann man den also auch mal für mittelgroße Räume ohne weiteres einsetzen. Völlig wurscht, wo Sie ihn einsetzen, Sie brauchen eine Steckdose und sonst nichts und schon wird's warm. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 50 Euro bei Pearl, schon sehr preiswert hier mit 27 Euro. Bei uns noch preiswerter, weil Sie in der 15-15-Sendung sind, kostet er nur 15 Euro und den dürfen Sie sogar bis zu 5-mal bestellen. Wir sind fast durch, aber einen Artikel haben wir noch und das ist ein echter Hit hier. Ich sag mal, jetzt schlägt's nochmal 15. Nehmen wir Sie mal mit in sonnige Gefilde, wir nehmen Sie mit an den Strand. Hören Sie dieses Meeresrauschen, hören Sie das Quietschen von den Möwen. Wenn Sie mal genau hinschauen, sehen Sie, wie die Palmblätter so leicht in diesem lauwarmen Wind. Da wird einem automatisch schon wärmer, ne? Ohne Heizung. Oder? So ohne ist es Heizung doch. Ist ja. Mir jetzt warm geworden. Schöner Gedanke, aber für den einen oder anderen jetzt mal so auf die Schnelle leider nicht zu realisieren. Es sei denn, Sie haben einen richtig schönen Sonnenuntergangsprojektor. Und genau das bieten wir Ihnen gerade an. Der ist also wirklich für außergewöhnlich schöne Lichteffekte gedacht, hat eine schöne Höhe und bietet Ihnen hier genau diese Möglichkeiten, die ich gerade angesprochen habe. Wenn Sie also jetzt nicht unbedingt die Zeit oder das nötige Kleingeld haben, um in einer halben Stunde zum Flughafen zu fahren und zu sagen, Bahamas one way, ja, dann stellen Sie sich doch ganz einfach mal in die gute Stube einen Sonnenuntergangsprojektor oder Sonnenaufgangsprojektor, je nachdem, wie Sie es sehen möchten. Und dann simulieren Sie das Ganze ganz einfach, unabhängig davon, dass Sie natürlich mal so das ein oder andere Urlaubsgefühl und vielleicht auch mal ein Lächeln in Ihr Gesicht zaubert, sind das natürlich mal richtig coole Lichteffekte. Da ist so eine gebogene Linse, so eine Vergrößerungslinse drauf und die gibt eben dieses wunderschöne, sag mal, dieses warmweiße, dieses leicht gelbliche Licht in verschiedenen Akzenten, je nachdem wie Sie es einstellen wollen. Und dann hast du eben hier so wie den Effekt einer aufgehenden oder untergehenden Sonne. Und Sie sehen, man kann also auch den oberen Kopf so ein bisschen drehen. Um 180 Grad kann man den kippen, wenn man das möchte, sodass man hier den Effekt gerne mal auf eine Zimmerwand oder sogar mal auf eine Zimmerdecke projizieren hier kann. Hier hinter den Fernseher. Sogar mal hinter cool. Einen Fernseher mal als Hintergrundbeleuchtung. Eine coole Angelegenheit. Weißt du, es wird immer noch so früh dunkel immer. Ja, leider ist es und, noch so. Ein bisschen haben wir noch. Aber es schlägt einem wirklich aufs Gemüt, wenn du abends um 6 ist es dunkel und du wirst schon müde und hast keine Lust, überhaupt noch irgendwas zu machen. Mit so einer Lampe kann man sich den Sommer in die Wohnung, ins Zimmer holen. Je nachdem, wie weit Sie die übrigens von der Wand wegstellen, desto größer wird das natürlich. Diana, ich sehe, wie du das hier auf dem Boden projizierst. Ich habe schon auf dem Dach auch gemacht. Das ist wirklich, das sieht so cool das ist schon aus. Gewaltig, das beruhigt dich. Ja, du kannst wenn ich so eine Decke hätte, wäre ich auf den Bahamas jetzt. Siehst du, alles für dich. Aber guck mal hier, selbst mal aus 1,50 Meter, 2 Meter Entfernung, mal hier auf den Boden projiziert, das ist natürlich auch eine coole Angelegenheit. Ich würde eine Wand oder eine Decke bevorzugen. Sieht übrigens bei einer Dachschräge, wenn Sie sowas haben, sensationell aus. Wenn Sie das jetzt hier mal so auf halbe Strecke an die gerade Wand und vielleicht die zweite Hälfte dieser Projektion auf die Dachschräge projizieren, das ist schon irre. Gucken Sie sich das mal an, was da für Farben projiziert werden. Kann man natürlich alles entsprechend einstellen, wie gesagt, von der Weite, je nachdem, wie man es aufstellt. Von der Lichteinstellung geht es natürlich auch noch so, wie Sie es haben wollen. Und das Ganze natürlich über das Kippgelenk denkbar einfach gemacht. Braucht nicht wirklich viel Strom und ist hier wirklich mal eine schöne Möglichkeit, die Gemüter so ein bisschen aufzuhellen. Ja, wir sind im Februar angekommen, also langsam reicht es mit dem Winter. Ja, mal so einen schönen, lauwarmen Sommertag mit einer schönen untergehenden Sonne und einem Caipirinha in der Hand. Da könnte ich jetzt mit. Auch für Kinder, die bei Dunkelheit nicht schlafen können. Die Bestellnummer ist die ZX6059 und die 569 nur 15 Euro. Sie können es bis zu 5-mal bestellen. Das war der letzte Artikel. Denken Sie dran, jeden Tag gibt es diese Sendung um 3, 15 Uhr. Jetzt ist es an Ihnen, schnell anzurufen, damit Sie Ihnen nichts entgeht.